freuen uns, dass wir heuer wieder die Auftaktveranstaltung zur Zero Budget Conference im österreichischen Parlament abhalten können. Wir haben dieses Haus barrierefrei gebracht, damit wir das, was Inklusion bedeutet, auch wirklich in die Umsetzung bringen können. Die Auftaktveranstaltung zur Zero Budget Konferenz hat zum vierten Mal im Parlament stattgefunden, aber das erste Mal im neu renovierten und großteils barrierefrei gestalteten Haus. Wir haben eine sehr gut besuchte Veranstaltung zum Thema selbstbestimmtes Leben und politische Teilhabe mit Schwerpunkt Technologie. Innovation is often a driver for inclusion. And that in order for us to have full inclusion, we need to insist on the participation of persons with disabilities. Für das Zero Project haben wir heuer 71 Innovationen ausgewählt. Unter diesen 71 haben die 5 im österreichischen Parlament vertretenen Parteien jeweils eine Innovation ausgewählt. Ich freue mich sehr, dass wir heute so tolle und innovative Projekte vorgestellt bekommen. Damit wir die Situation in Österreich diskutieren können, Lösungsansätze auch für uns übernehmen können. Dass wir dem Ziel von echter Inklusion Schritt für Schritt näher kommen. Wir wissen aber auch, dass das Bewusstsein für Inklusion, für Teilhabe nicht überall gegeben ist. Mir erscheint die Methode des Empowerments als eine sehr, sehr zentrale. Ich war wirklich ergriffen, dass jeder der im Parlament vertretenen Parteien sich eine Innovation ausgesucht hat, diese Innovation in Österreich erfolgreich zu implementieren. Um das zu schaffen, was wir alle wollen, nämlich die komplette Teilhabe und Inklusion von allen Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft. Only diversity can provide sustainable and innovative solutions for an inclusive future, a future we want.